Einen wunderschönen guten Morgen heute hier in die Runde. Einen wunderschönen guten Morgen zu den Morning Talks mit Autorinnen. Heute am 9. Juli 2021 habe ich die große Freude, die Autorin Marion Hellwig bei uns zu begrüßen. Marion Hellwig ist bei uns zu Gast und sie wird uns gleich aus ihrer Schatzkiste einiges erzählen und vorstellen. Ich bin selber schon ganz, ganz gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Hinter ihr sehen wir schon eine ganze Menge Dinge aufgestellt. Liebe Marion, willst du uns etwas dazu sagen, was hinter dir steht, was sich da befindet in deinem Raum, was du vorbereitet hast für uns? Und vielleicht stellst du dich einmal selbst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja, guten Morgen, liebe Monika. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf unser gemeinsames Gespräch. Und zum Start wünsche ich uns und allen, die zuhören und sich inspirieren lassen, ganz viel Segen. Bei uns regnet es gerade draußen, also wir kriegen auch ganz viel Gottessegen von oben für die Natur. Dann sprießt und blüht es morgen wahrscheinlich wieder umso mehr. Und genauso ist es ja auch, wenn wir in der Kreativität sprudeln, dann sprießt und blüht und entstehen ganz tolle Werke. Und zu diesen Werken oder zu dem, was bei mir in meinem Leben schon passiert ist, werde ich ein paar Worte sagen. Sehr Du hast gerne. ganz richtig gesagt, hinter mir sind einige Werke im Zusammenhang mit meinen Reisen und meiner Freundin Jan Roland auf den Spuren von Maria Magdalena. Es gibt vieles, was mich im Leben begeistert, was mich ganz besonders begeistert, sind Reisen. Reisen in andere Länder, Reisen auf Pilgerwege, Reisen, in denen ich Menschen begegne, in denen ich in der Natur sein kann, vor allem in unberührter Natur. Und das tut meiner Seele gut, es tut meinem Herzen gut und das sprudelt dann in mir. Und aus diesem Sprudeln ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel entstanden. Also ich habe auch als Kind immer mal Tagebuch geschrieben, Gedichte geschrieben, Kurzgeschichten geschrieben. Davon ist leider nichts mehr übrig geblieben. Dann hat sich das mal eine Weile verloren und irgendwann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und die auch im Freundeskreis verteilt. Und mein Freundeskreis war davon so angetan. Eine meiner Freundinnen sagte: Ich habe das Gefühl, du schreibst die nur für mich. Und dann habe ich Wow. gedacht: Nee. Ich schreibe die in erster Linie für mich, wenn es gerade fließt, was mich inspiriert, was mich bewegt. Und ich habe festgestellt, wenn ich auch Künstlerinterviews mal gesehen habe, gerade auch bei Musikern, dass das ja auch da oft so ist, dass wenn wir ein Musikstück hören, wir uns da wiederfinden und denken, wow, das berührt mich, das habe ich auch schon erlebt. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn wir authentisch sind, wenn wir offen und ganz ehrlich damit umgehen, was uns bewegt, dann ist es ganz oft auch das, was andere bewegt. Und viele trauen sich gar nicht zu dieser Offenheit, zu dieser Ehrlichkeit, gerade im Zusammenhang mit den Gefühlen. Und das ist einfach was, worüber wir uns verbinden können, ja, von Herz zu Herz, von Emotion zu Emotion und von den Erlebnissen. Es hat ja jeder eine andere Prägung und doch haben wir ähnliche Dinge im Leben, die uns mal getriggert haben, die uns verletzt haben, die uns himmelhoch jauchzen lassen. Und das ist, finde ich, eine schöne Möglichkeit, gerade über Texte, über Gedichte, über Kunst, über alle möglichen Ausdrucksformen. Und gerade wenn ich auf Reisen bin, schaue ich auch, wie ist so die ein oder andere Ausdrucksform. Ich komme gerade aus Frankreich zurück. Dann habe ich diese Ausdrucksform sogar in der Küche gefunden. Wir waren in einem Lokal, ein vegetarisches Lokal. Die haben so tolles Essen gehabt. Und da hast du gemerkt, da ist mehr dahinter als nur einfach kochen. Und ich habe dann mit der Inhaberin, einer der Inhaberinnen und Köchinnen gesprochen. Und die hatte tatsächlich dann um das Handgelenk herum einen Rosenkranz mit ganz vielen Rosenblüten tätowiert, zu Gedenken der heiligen Therese von Lisieux. Und damit kocht sie auch. Und dann habe ich ihr gesagt, ich spüre, dass du auch mit dem Spirit der Heiligen kochst. Das spürst du im Essen, weil das mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Segen gemacht ist. Und das sind so die Dinge, die mich dann begeistern, auch wenn ich Menschen kennenlerne. Was ist da? Was sehe ich da? Was bewegt sich da? Wo liegt das Potenzial? Und ja, das ist einfach total schön. Ich glaube, das ist auch bei manchen Religionen auch ganz ausgeprägt, wie das Essen zubereitet wird und welche Geisteshaltung man dabei
aufrecht erhält. Da gibt es, glaube ich, gerade im Judentum ganz bestimmte Vorschriften und Vorgaben, wie man seine Liebe ins Boot beckt und so weiter. Also das ist ein ziemlich altes Wissen, was heutzutage beinahe vergessen ist, weil wir kaufen alles im Supermarkt oder wir kaufen das hier und dort und da spüren wir gar nicht mehr den Zusammenhang, mit derjenigen, die das hier hergestellt hat. Und der Geisteshaltung, die dahinter steht beim Backen, beim Kochen, beim Zubereiten. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und du warst in Frankreich zu einem bestimmten Zweck? Ja, also ich mache zusammen mit meiner Freundin Jamula seit 2012 unternehmen wir Pilgerreisen. Ich habe hier auch Flyer auf den Spuren von Maria Magdalena sind wir unterwegs. Ah ja, das ist euer großes Thema, ne? Das Das ist ist euer unser gemeinsames großes Thema. Thema, genau. Ich war 2011 das erste Mal auf den Spuren von Maria Magdalena per Zufall unterwegs. Also ich war das erste Mal im Urlaub in Südfrankreich, habe ein Bild von einem Berg und einer Höhle gesehen und habe gespürt, ich muss dahin. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das eine Pilgerstätte für Maria Magdalena ist, dass sie da gelebt hat. Das hat sich dann alles auf dem Weg entfaltet, weil es so unglaublich mystisch war, wie ich dahin geführt wurde, was da passiert ist und was danach passiert ist. Und ich habe von diesen Begegnungen und diesem tiefen spirituellen Erlebnis, dass ich da Menschen begegnet habe, die mich dann spontan begleitet haben und wir in der Grotte von der Maria Magdalena wirklich Wunder erlebt haben. Wir haben gebetet, Kerzen angezündet. Dann wollten wir uns austauschen. Wir haben gemerkt, alle drei, es braucht gar keine Worte mehr. Wir wussten genau, was der andere sagen wollte. Und das ist eine ganz große Gnade. Und es hat mich so begeistert, dass ich der Jeanne davon erzählt habe. Und dann sagt sie, ach komm, lass uns doch zusammen da auch mal runterfahren. Ich möchte da gerne mit dir hin. Und aus diesem, ich möchte da gerne mit dir zusammen hin, ist unsere erste Pilgerreise entstanden. Und dann haben wir uns auch vor der Reise schon sehr mit Maria Magdalena auseinandergesetzt, beschäftigt, verbunden, im Herzen verbunden und gespürt, da kommen so viele Impulse und haben gedacht, ja, wie machen wir das mit unserer Reisegruppe? Wie teilen wir diese Inspiration? Und wir haben ein Kartendeck gemacht, nur für unsere Reise, für unsere Gruppe. Und das kam bei der Gruppe so gut an, als wir damit gearbeitet haben, dass die Jeanne, die ist ja im Schirner Verlag, eine ganz bekannte Autorin, die hat schon über 50 Bücher geschrieben, sie hat es dann dem Verlag gezeigt und die haben gesagt, ja toll, Linda. Und das war unser erstes Werk, Maria Magdalena, Lebe und heile deine Weiblichkeit. Und das ist jetzt in diesem Jahr in die sechste Auflage gegangen. Wow, herzlichen Ja, Glückwunsch. und wir Mir haben kommt schon es auch so vor, liebe Marion, als wenn es dieses Kartendeck schon immer geben würde. Ich kann mich fast an gar keine Zeit erinnern, wo es dieses Kartendeck gar nicht gab. Also das hat sich so, ja, jeder, der spirituell interessiert ist oder auch gerne mal mit Karten Auslegungen macht oder Legungen zelebriert, kennt dieses Kartendeck. Das ist also wirklich fantastisch, was ihr da weitergebt an Energie, an Einsicht, Weisheit, ja auch an Hellsicht. Das ist ja die Erfahrung, die du gerade beschrieben hast als Ursprungserfahrung, ja. im ersten Kontakt mit dieser, ja, Maria Magdalena. Spannend. Also, wie hat sich das weiterentwickelt? Das hat sich gut weiterentwickelt, weil wir sind jedes Jahr weiter auf Reisen gegangen und dann ein, zwei Jahre später haben wir dann einen Teil von dem, was wir auf den ersten zwei Reisen erlebt haben, dann auch in dieses Buch hineingegeben an Wissen. Und so eine Pilgerreise beschrieben. Also mit dem Buch kann man auch, wenn man alleine unterwegs ist, wirklich vieles gut nachvollziehen, was wir so auf unseren Reisen, auf den Anfangsreisen erlebt haben, welche Meditationen wir gemacht haben, welche Inspirationen wir bekommen haben oder Gebete, was also wirklich an den Erlebnissen teilhaben und es selbst nachvollziehen. Und daraus sind dann noch andere Sachen entstanden. Es ist auch eine Meditations-CD entstanden. Die wird demnächst wieder auf unseren Webseiten erhältlich sein. Dann haben wir ein weiteres Kartendeck gemacht, also wo es über die Heiligen ging, die mit Maria Magdalena unterwegs waren in der Provence. Also auch wirklich so, was sich uns da offenbart hat. Also ich finde, wenn man unterwegs ist, gerade in der Provence, werden die heiligen Frauen sehr verehrt. Das ist was ich finde, bei uns hier eher weniger verbreitet ist. Also gerade um Maria Magdalena,
Wenn ich hier sage, oh, ich bin von Maria Magdalena begeistert, weißt du, was ganz oft gesagt wird? Ja, aber das ist doch eine Hure, das ist dies, das ist jenes, wie kannst du dich damit verbinden, wie kannst du dich dafür begeistern? Und dann habe ich jetzt dieses Jahr auch festgestellt, ich kann den Menschen auch eine Frage stellen, was hat Maria Magdalena und Spinat gemeinsam? Aha, was die Antwort. Beim Spinat war es ja so, also ich kannte es noch als Kind, dass du Spinat essen solltest wegen diesem hohen Eisenwert, der da drin ist. Und dann hat man irgendwann festgestellt, es hat sich um einen Kommafehler gehandelt. Also es war ein Irrtum, da war gar nicht so viel Eisen drin. Also man hat sich da einfach mal vertan und anstatt also dieser hohen Zahl war es ein Kommafehler, ist überhaupt nicht viel Eisen drin. Nicht so viel, wie da ursprünglich kommuniziert wurde. Und bei Maria Magdalena war das genauso. Maria Magdalena und ihre Geschwister Martha und Lazarus waren die besten Freunde von Jesus. Sie kommen aus dem adeligen Elternhaus, also wohlhabend, haben die Apostel und Jesus und seine Gemeinschaft unterstützt mit allem, also auch mit Hab und Gut. Und sie war die erste, die ihn gesehen hat, als er die Auferstehung bekundet hat. Also ohne Maria Magdalena gibt es das Christentum, wie wir es heute kennen, überhaupt nicht. Und dann ist sie irgendwie ein bisschen an die Seite gerückt worden. Und unter Papst Gregor dem Großen hat man ja verschiedene Dinge wieder umgeschrieben. Und die Kirche hat das, glaube ich, 1969 gerade gestellt, dass damals ein Übersetzungsfehler unterlaufen ist. So, und man hat das Wort Sünderin nicht als Sünderin übersetzt, sondern Sünderin zur Hure gemacht. Und dadurch sind also jahrhundertelang ganz andere Geschichten entstanden, nur aus dem Übersetzungsfehler heraus. Und das finde ich Ja. spannend. Das ist so wie mit anderen Geschichten, mit Falschmeldungen. Auf der ersten Seite ist die Schlagzeile und das Kleingedruckte wird irgendwann Wochen später auf der letzten Seite in, weiß nicht was, Schriftgröße 10 oder so gedruckt. Und da ist es ja auch so, die Kirche hat es zwar zugegeben, sich entschuldigt, aber 1969 weltweit, wenn du heute mit verschiedenen Priestern sprichst, das wissen nicht so viele. Und dann sage ich immer, da sind wir als Frauen auch aufgerufen, das gerade zu stellen. Wenn da was falsch ist, darf man es korrigieren. Ja, Ich dass denke, wir heute an der Macht sind, da nichts zu können, was vor 1400 Jahren ist oder so, das ist in Ordnung. Doch kann man, wenn man dann was weiß, kann man es gerade stellen. Und ich finde persönlich, in jede Kirche gehört eine Maria Magdalena-Statue, damit man das einfach gerade stellt. Weil ohne sie gäbe es heute das alles nicht. Wenn sie das nicht bekundet hätte, zurückgegangen wäre und den Apostel gesagt hat, hier, da ist was Tolles passiert. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Überlegt euch das mal, er ist auferstanden. Ja? Und was haben die Apostel gemacht? Petrus hat ja erstmal nicht geglaubt. Und dann habe ich gedacht, so, wow, was ist das für eine Reaktion? Ja? Und ich denke, das sind so viele Dinge, mit denen wir uns verbinden können, was wir auch heute noch daraus für uns ziehen und lernen können. Und ich mache auch Webinare auf Englisch mit einer Freundin aus Frankreich zusammen. Und das ist dann sehr meditativ. Wir reflektieren verschiedene Situationen aus dem Leben, aus den Pilgerorten. Und ich interpretiere das Ganze dann modern in so einer Richtung, was kann ich jetzt heute daraus für mich lernen? Wie kann ich das heute im Alltag leben? Also gelebte Nächstenliebe. Wie kann ich mit Menschen anders umgehen? Und wie hat uns das Jesus vorgelebt? Wie hat uns das Maria Magdalena vorgelebt? Und es ist heute noch genauso radikal wie damals. Auch wenn wir als Frauen heute schon etwas mehr dürfen, was Bildung und so weiter betrifft. Also wirklich Augenhöhe ist ein ganz großes Thema, was sich noch entwickeln darf. Es gibt wenige, sowohl Frauen als auch Männer, die es bisher gelernt haben, auf Augenhöhe zu stehen und es auszuhalten, miteinander auf Augenhöhe umzugehen. Das Und ist ein das ist wirklich riesengroßes genauso Thema. radikal wie vor 2000 Jahren. Und Jesus hat es gemacht, Maria Magdalena hat es gemacht. Und von daher sind die für mich wirklich ganz, ganz große Vorbilder an Inspiration. Absolut. Also ich denke mal, das ist natürlich auch ein ganz großes politisches, aber dann auch religiöses Thema, ganz besonders der katholischen Kirche, in gesamter Institution Frauen keine Ämter einnehmen dürfen. Und wo ich wirklich immer der Meinung bin, eine Kirche ohne Frauen ist unrein. Also genau das, was da immer sozusagen projiziert wird. Und ich denke eben, ist es eben auch kein Übersetzungsfehler, sondern dahinter steckt ja auch eine ganz bestimmte Absicht,
eine politische Absicht, eine Absicht zu wirken oder zu diskreditieren. Und das hat die katholische Kirche mehrere tausend Jahre ja auch vollzogen. Deswegen ist es ja auch ein Wunder, dass du wieder eine positive Bedeutung gefunden hast und diese Führung wahrgenommen und hast und ihr auch folgen konntest. Das ist jetzt ja auch so ein bisschen deine Mission, ne? Also hier wirklich auf den Spuren von Maria Magdalena, aber auch wirklich für die Gleichstellung von Frauen oder für den Respekt gegenüber Frauen überhaupt wieder, dass Frauen wieder in ihre Power kommen, in ihre eigene Kraft, auch kreative Kraft. Also das ist eine sehr, sehr fruchtbare Begegnung für dich geworden. Wir haben das ja gerade gesehen. Diese Bücher, die da geschrieben wurden, das Kartenset, das so berühmt geworden ist, das ist alles aus dieser Begegnung quasi hervorgegangen, initiiert worden. Aber der Weg geht ja weiter. Das Buchschreiben, das kreative Hervorbringen geht weiter. Wie ist es bei dir weitergegangen? Also, was bei mir sich ganz stark entfaltet hat, ist wirklich die Verbindung mit dem Heiligen Feld. Und wenn wir auf Reisen sind, erleben wir mit unserer ganzen Reisegruppe jedes Mal Wunder. Also, das haben wir die ganzen letzten Jahre. Und das ist natürlich was, wenn wir gemeinsam fern von, ich sag mal, Religion, sondern wirklich auf spirituellen Pfaden, auf dem Pfad der Liebe unterwegs sind, dann öffnen sich Türen. Ich habe auch in Südfrankreich einige Priester und Nonnen, mit denen ich befreundet bin. Und ich finde, wir sind alle die Kirche. Also ich nehme es mal von den Institutionen, löse ich das Ganze mal. Denn wenn wir uns miteinander in Liebe verbinden, sind wir eine Gemeinschaft in dem Moment. Wenn mehrere zusammenkommen, das steht ja auch in der Bibel, wo zwei oder mehr versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Und das ist auch eine Aussage, die unabhängig von einer Institution Kirche, welche Richtung es auch immer hat, geprägt ist und in die wir heute auch eintauchen können. Und wir erleben auch in den Kirchen dort tolle, tolle Sachen. Wir bekommen Segnungen. Woran liegt es? An der Freundschaft. Ja? Wenn man in Liebe und Freundschaft miteinander verbunden ist und Respekt hat und in diese Gemeinschaft auch eintaucht und auch ohne Vorbehalte Menschen, egal ob es jetzt ein Priester ist, eine Nonne ist oder jemand, der also nicht in einem geistlichen Amt unterwegs ist, wenn man sich verbindet im Herz der Liebe und im Herzen Jesus und Maria Magdalena und den ganzen Heiligen, dann passiert was. Und auch wenn man sich dafür öffnet, was das für eine große Gruppe war, das haben wir in Frankreich mal erlebt. Ich muss sagen, ich bin groß geworden mit dem Bild, es gibt Maria, Josef, Jesus, Ende Gelände. Ja, also Vater, Mutter, Kind, so Jesus irgendwie als Einzelkind da gesehen und du kriegst ja drumherum nichts mit. Und dann waren wir in Südfrankreich, in Saint-Marie de la Mer, wo sie damals angekommen sind mit Maria Magdalena und ihr ganzes Gefolge in Frankreich, waren wir in der Kirche, oben in der Michaelskapelle durften wir einmal rein. Und da saßen wir und wir waren alle am Heulen vor Berührung. Wir wussten doch gar nicht warum. Wir sind in diesen Raum rein, hingesetzt und jeder Tränen überströmt, hat sich so viel gelöst und wir haben vorher meditiert und ich habe zu Jeanne gesagt, auf dieser Reise werden die Heiligen lebendig. Das war so mein Gefühl vorher. Aber was sagt dann der Kopf? Das kann ja nur in der Basilika sein von Maria Magdalena oder der Grotte. Und es ist ganz woanders passiert. Das war wirklich an diesem Ort. Wir saßen in dieser Kapelle und du hast es wirklich so, es hat sich so angefühlt, dass sie mitten unter uns gesessen haben, also fast physisch. Wir waren tränenüberströmt und an dem Ort war die ganze Familie von Jesus dargestellt. Also seine Großmutter, die Anna, die mit Joachim ja die Mutter Maria als Kind bekommen haben. Und was ich nicht wusste, was sich da offenbarte, ist, dass als der Joachim gestorben war, hat die heilige Anna noch zweimal geheiratet. Das war ja früher so, konntest du als Frau alleine nicht überleben, du brauchtest einen Mann zum Überleben vor 2000 Jahren. Also da hat sie dann noch zweimal geheiratet, einen Jakobus und einen Salomon. Und daher kamen dann auch noch zwei Mädchen, Marie Jakobe, Marie Salome. So, das heißt, Mutter Maria hat schon mal noch zwei Halbschwestern. Habe ich vorher noch nie erfahren. Ist dort die ganze Linie aufgebaut, kann man auch in christlichen Darstellungen auch finden. Also über die heilige Sippschaft gibt es durchaus Dokumentation, ist nur bei uns irgendwie kaum verbreitet. Und dann, siehe da, auch die anderen Mädels haben Kinder gehabt. Ein Jakobus
und den Johannes. Und dann verstehst du auf einmal, okay, der Lieblingsjünger von Jesus, der heilige Johannes, ist sein Cousin. Ja, und dann merkst du, wow, da ist ja richtig viel Familie da. Da ist eine Gemeinschaft da. Die haben gesehen, wie der kleine Jesus groß wird. Und ja, auch wenn sie viele Jahre in Ägypten waren, aber als sie wieder zurück waren, war da ja diese Gemeinschaft, diese Familie da. Und dann merkst du, oh, da gibt es Cousins. Das sind vielleicht noch gar nicht alle abgebildet, weil man vielleicht auch aus welchen Gründen auch immer da die Männer erwähnt hat und die Frauen vielleicht nicht. Und wenn ich sehe, auch was heute in diesen Regionen an Kinderschar da ist, ob du in Jordanien schaust, bei den Beduinen oder Ägypten und auch Palästina, das sind ja Familien, die haben ja nicht nur ein Kind. Ja, die haben ja heute auch noch sehr viele Kinder. Und dann denkst du, naja, also die Chance, dass da Einzelkinder vor 2000 Jahren waren, ist eher relativ gering. Also Ja, da war mit ist Sicherheit auch so eine viel, viel Krankheit mehr dieser der Moderne, der Neuzeit, denke ich mal, auch immer einerseits die Fixierung auf die Gurus, auf die ganz da. großen Persönlichkeiten. Dahinter steht quasi nichts. Das sind Ja. nur einzigartige Erscheinungen, die haben keine Familie, die haben keine Frauen, keine Männer, die hinter ihnen stehen, sie unterstützen. Es sind einfach nur diese ja, besonderen, großartigen Menschen, wo man wirklich vergisst, aus was für eine Zusammenhang sie hervorgetreten sind. Und deswegen sind wir auch so isoliert, diese Lockdown-Erfahrung, die wir gemacht haben, jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr, das hat uns auch noch mal zu Bewusstsein gebracht, was wirklich zählt im Leben und auch noch mal eine Rückbesinnung auf uns selber, auf das, womit wir uns eben auch verbinden wollen. Vielleicht ist das ja eine Riesenchance, tatsächlich mehr auf das zu schauen, was uns auch verbindet und Ja. mehr von dieser neuen Menschlichkeit auch wieder in unsere Bücher, in unser Wirken, in unseren Alltag hineinzubringen und nicht immer fixiert zu sein auf die große Erscheinung, die mir jetzt das Heil bringt. Sei das jetzt im spirituellen Bereich, sei das im Coaching-Bereich. Es ist wirklich ja ganz wichtig, womit ich mich verbinde und dass ich mich verbinde. Ja. Und diese Verbundenheit ist ein ganz wichtiges Moment, eben auch des Schreibens, weil wir uns schreibend ja auch immer verbinden mit dem, worüber wir schreiben, liebe Marion. Und da kommt jetzt meine nächste Frage. Worüber schreibst du gerade in diesem Augenblick? Also in diesem Augenblick, da bin ich dir sehr, sehr dankbar für deine Angebote, für deine Schreibkurse. Ich habe 2016 angefangen, ein Buch zu schreiben über ein Thema, was mich sehr berührt, was mich auch prägt. Also mein Name ist Marion, das bedeutet Stern des Meeres, kommt auch von Maria, Mutter Maria. Und meine Freundin Jeanne hat mir mal gesagt, was es bedeutet, Stern des Meeres. Ich dachte, oh, das finde ich total cool. Und habe das natürlich auch zur Ehren Mutter Gottes, habe ich das dann auch genommen, um meine Webseite so zu nennen. Meine Webseite heißt Stern des Meeres. Das ist eine Ehrung der ganzen Marien. Und da mein Name auch aus Maria abgeleitet ist, steht es natürlich auch für mich. Aus dieser Linie kommt, meine Mutter heißt Maria, meine Großmutter heißt Maria, meine Urgroßmutter heißt Maria und dann geht es so Wow. die ganze Linie runter. Und wenn man sich das mal mit dem Namen bewusst macht, da steht unheimlich viel Kraft drin. Und ich habe das gemerkt, auch mal in der Kirche, wie viel Kraft so ein Namen gibt, was das ausmacht und habe auch verschiedene Variationen erlebt, also verschiedene Experimente gemacht. Wenn wir auf Reisen sind, gehen wir auch auf Namensbedeutungen ein. Also habe ich jetzt schon viele Jahre gesehen, was das auch mit Menschen macht, wenn sie das erste Mal mit ihrer Bedeutung in Berührung kommen oder auch wer diesen Namen schon getragen hat. Es sind ja ganz viele Namen auch von Heiligen abgeleitet. Und ich weiß, in der, ich sag mal, esoterischen Szene wird es auch oft Ascended Master, aufgestiegene Meister genannt. Ich finde es völlig egal, wie man es nennt. Letztlich sind es heilige Menschen, die unseren Weg mal gelebt haben. Und ich finde, da können wir viel mehr von lernen als von irgendwelchen Science-Fiction-Fantasien mit Superman, Superwoman, das wirklich erdacht ist, weil die Heiligen haben gelebt. Und die haben so viel Tolles vorgelebt. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Oder unsere ganz große deutsche Hildegard von Bingen. Was hat die denn alles gemacht? Die hat den König beraten, die hat Heilkunde groß gemacht, die hat Kräuterkunde, die hat Steinheilkunde gemacht, die hat Stücke geschrieben, die hat Musik geschrieben. Also ein absolutes Multitalent. Also ich finde, sie ist unser Leonardo da Vinci. Ja, wirklich. Also mit diesen ganzen Absolut. Fähigkeiten. Und da merkst du auch, wie Inspiration geht.
Wenn du ein paar von deinen Gaben öffnest, kommen automatisch noch mehr dazu, wenn du Raum dafür gibst. Ja. Und dann hat Ganz mich genau. das Thema so fasziniert, dass ich den Arbeitstitel kreiert habe für das Buch Dein Name, deine Lebenskrone. Wow. Und zwar die Entdeckungsreise zu deiner Kraft. Und das habe ich bei dir dieses Jahr geschrieben. Und ich bin jetzt in der letzten Überarbeitung und dann kann das an den Verlag und in die Welt gehen und dann werde ich auch Workshops dazu anbieten. Und da steckt sehr, sehr viel drin. Wir haben das ja in unserer Schreibgruppe mal gemacht, was so eine Gruppe an Namenskraft hat, was das bewirkt, was da an Stärke drin ist, was da an Themen drin ist. Das habe ich auch auf unseren Reisen gemacht, gerade auch unsere letzte Reise in Frankreich. Da war so viel Marienkraft drin wie noch nie zuvor. Da war so viel Königinnenkraft drin, ganz stark Erzengel, Engelkräfte vertreten. Und wenn du sowas schon in der Gruppe hast, dann weißt du, das ist was, was sowas nach oben schwingt und die Energie sehr, sehr hoch ist. Wir haben Naturerscheinungen gehabt, die waren unglaublich. Wir haben meditiert. Eine Teilnehmerin hatte vier Kristallklangschalen dabei, wirklich so in Regenbogenfarben. Und dann waren wir an der Engelsäule und dann hat sich um die Sonne herum ein Regenbogenheliotrop gebildet. Und das ist ja eine Wow. Naturerscheinung, die äußerst, äußerst selten ist. Wahnsinn. Und so war unsere Reise jetzt geprägt. Dann hatten wir Sommersonnenwende, waren danach, es ist dann immer auch Musikfest in Frankreich im Park. Und ich habe ein Bild, da hatten wir Vollmond. Und da hat sich die Wolke so davor geschoben. Und man kennt es ja, in den Wolken kannst du ja tagsüber sehr viel sehen. Nachts hatte ich das bisher noch eher nicht gehabt. Und da hat sich diese Wolke davor geschoben, so verformt, dass du in dieser weißen Wolke, angestrahlt von dem Mond, ein dunkles Herz gesehen hast. Das war der Hammer. Wow. Habe ich noch nie vorher. Und so ging das weiter. Auch als unsere Gruppe weg war, war ich noch pilgern mit einem guten Freund von mir, der 89 Jahre jung ist und ich sage wirklich bewusst jung, weil er über Wow. 50 Jahre auch ein Priester in Asien gelebt, ist sehr offen, betet sehr für uns Frauen. Dem hat es das Herz zerrissen, als er irgendwann für sich erkannt hat, wie die Frauen weggelassen wurden seit 2000 Jahren. Und er setzt sich jetzt wirklich sehr dafür ein, dass einfach mehr passiert. Und er hat auch mir gesagt, Marion, wenn ich dich reden höre und deine Interpretation höre, das berührt mich so, weil ich bisher immer nur Predigten von Männern gehört habe. Und Frauen, Ja, du siehst es das ja ganz stimmt. anders. Und es ist so ein Das stimmt. Reichtum, sagt er, ja. Und das macht mir natürlich auch Mut, diesen Weg weiterzugehen, ja, auch wenn Das. man ein gutes Bewusstsein hat, Selbstbewusstsein hat, tut es immer noch gut, wenn es auch Menschen im Weg gibt, die einem sagen, das, was du machst, berührt mich, das ist toll, mach bitte weiter Selbstverständlich. so, ja. Das brauchen wir. Wir brauchen Mentoren und Mentorinnen, die uns unterstützen auf dem Weg. Das brauchen wir nicht nur in unseren Romanen als ganz wichtige Figur oder Begleitung unserer Protagonistinnen und Protagonisten, sondern brauchen das auch im Leben. Und es ist natürlich auch ein ganz, ganz heißes Thema. Also da könnte ich natürlich auch sofort einsteigen. Zum Beispiel in Frauenklöstern, da kommen ja dann auch männliche Priester oder Priester zur Predigt, weil Frauen das gar nicht selber machen dürfen. Die dürfen nicht in ihrer eigenen Kapelle, in einem Kloster, eine Predigt abhalten oder eine hier Zeremonie feiern, sondern da kommt dann der Priester irgendeines Mönchsklosters. Und das finde ich so absurd wie nur was. Also das sind wirklich Zusammenhänge, wo man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber es ist ja auch so, dass diese Klosterlandschaft ja, ausstirbt. Einfach weil immer weniger Menschen einsehen, warum soll ich ein Zölibat mit 18, 19, 20 Jahren abgeben? Ich habe ziemlich gute Kenntnisse, was Klöster betrifft, dadurch, dass meine erste große Lehrerin auch eine Nonne ist. Die kenne ich schon einige Jahrzehnte. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Die war befreundet mit Lassalle und vielen, vielen anderen, Dürkheim zum Beispiel. Und die hat etwas unterrichtet, das heißt das Herzensgebet. Das ist eine mystische Tradition des Gebetes. Und das habe ich damals mit Mitte 20 gelernt. Das war natürlich auch ein ganz toller Segen. Dadurch habe ich viel Einblick gewonnen in Klöster und was da so passiert. Und natürlich auch mit vielen Menschen gesprochen, mit Mönchen, mit Nonnen. Also das ist also. Ich habe viele, viele kennengelernt. Viele würden heutzutage nicht mehr dieses Gelübde ablegen. Man weiß einfach nicht, ja,
10 Jahre kann man vielleicht aufrechterhalten, im Zölibat zu leben oder so wie es in anderen Religionen gemacht wird, dass man temporär quasi ein Zölibat ablebt, asketisch lebt, aber dann wieder zurückkehrt in eine ja weltliche, irdische Gemeinschaft. Das sind alles Dinge, die auch funktionieren, die sind auch möglich, nur halt nicht in unseren Breitengraden oder da überall, wo der Katholizismus waltet. Da gibt es irgendwie so, keine Ahnung, diese Scheinheiligkeit und das sind also, das ist ein ganz großes Thema, meiner Meinung nach, was ja auch gerade dabei ist, gesehen zu werden, besprochen zu werden. Und da können wir na natürlich daran mitwirken, dass hier etwas Neues passiert und Ja. die Türen wieder offen werden, geöffnet werden für Frauen, die hier ja in der vollen Kraft des Lebens und des Himmels stehen, sozusagen. Ja, auch sich Also wieder mit allem verbinden, ja. Also ich habe zum Beispiel auf den Reisen auch immer mehr gemerkt, auch gerade mit dem Thema Hildegard von Bingen, was für eine Kraft auch Heilsteine haben, habe ein weiteres Element in mir entdeckt, die Verbindung mit dem Gebeten. Und natürlich habe ich auch Rosenkranz gebetet oder bete auch Rosenkranz. Aber ich finde, wenn man unterwegs ist, ist es manchmal sehr, sehr lange, gibt es auch andere Möglichkeiten. Und ich habe Heilstein-Segensarmbänder entwickelt. wow. Und ja, die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Auch Unikate wird demnächst auch bald auf meine Webseite kommen. Das Toll. ist auch im Laufe der Jahre entstanden, in Verbindung mit den Heiligen, mit dem Beten, Segnen. Ich habe das jetzt auch auf dieser Reise erlebt. Da haben wir Fürbitten miteinander gemacht. Und eine Teilnehmerin, mit der ich das gemacht habe, die sagte zu mir, also ich habe erst für sie gebetet und dann sollte sie für mich beten. Und dann sagte sie, Marion, ich kann das gar nicht beten. Und dann habe ich gemerkt, das kann jeder beten, weil alles, was aus dem Herzen kommt und gemacht wird, ist ein Gebet. Und dann habe ich gemerkt, du hast vorhin so tolle Klangschalen, also diese Kristallklangschalen für uns in der Kapelle gespielt. Und das war dein Gebet an Gott, deine Gabe, die du geteilt hast in Liebe, das ist ein Gebet. Ja, ich denke, wir haben das auch verlernt, was wirklich alles ein Gebet ist. Oh Das ist ja. nicht nur das Vater unser gegrüßet seist du Maria, was man runterbetet, sondern wirklich alles, was wir aus dem Herzen heraus tun. Und deshalb finde ich auch das, was ich vorhin erwähnt habe, diese Köchin mit dem Rosenkranz um den Arm und diese Küche, das, was sie dann serviert, das ist ein Gebet, weil sie da so verbunden ist. Und ich denke, wenn man einfach mal schaut, auf wie schöne, vielfältige Art und Weise gebetet wird, dann braucht man da gar keine Scheu davon zu haben, dass ich nicht beten kann, weil jeder kann beten und jeder kann Absolut. segnen. Und Jeder das kann ist auch beten. eines von meinen Anliegen, das werde ich auch mehr auf meiner Webseite kommunizieren, weil ich sehe, was es mir gebracht hat, was es mir auch an Liebe bringt, in dieser göttlichen Verbundenheit zu sein und wie es mir auch ermöglicht, diese weiterzugeben. Vielleicht wird das ja dann dein nächstes Buch. Ich möchte aber jetzt noch mal zu dem gegenwärtigen Buch zurückkommen. Magst du uns noch etwas zu dem Inhalt deines neuen Buches sagen? Worum geht es dabei mit dem Thema Name? Dein Name, deine Krone, deine Lebenskrone. Hinter dir sehen wir ja auch so eine Krone. Ist das jetzt extra für uns drapiert oder Extra hat für das uns drapiert, die kann man Bedeutung? auch aufsetzen. Müssen wir schauen, dass ich es halbwegs gut hinbekomme. Ja, und zwar geht es wirklich darum, ich habe schon gemerkt, auch auf Reisen, dass manche Menschen mit ihren Namen ein Problem haben. Und wir haben unseren Namen ja aus einem bestimmten Grund. Und du hörst es oft, ah, ich möchte so einen indischen Namen haben oder ich kriege so einen Namen von meinem Guru. Ich möchte gerne einen Engelnamen haben, ich möchte einen Feennamen haben. Also es sind so viele Bedürfnisse von sich weg zu irgendwas anderem hin, wo ich sage, naja, die Basis ist dein Name. Ob du ihn erstmal magst oder nicht, sie ist da und es hat einen Grund, dass sie da ist. Und unser Name, da steckt so viel Power drin, da stecken auch unsere Gaben drin. Und das ist auch was ich entdeckt habe, worüber ich geschrieben habe, wie du erkennen kannst, welche Gaben in deinem Namen sind, auch was es mit deiner Lebensaufgabe zu tun hat. Und ich finde, gerade deshalb lohnt es sich so sehr, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Auch wer kann, die Eltern mal zu fragen, wie sie da drauf gekommen sind. Und in dem Buch gebe ich so Anregungen und Beispiele, was es alles ausmacht, welchen Namen wir tragen, was es an Kraft bringt. Und auch, was Begegnungen mit anderen Namen, also im Freundeskreis mit uns machen. Was bedeutet es, wenn ich verschiedene Namen in meinem Freundeskreis habe?
Wie kann ich dahinter kommen, was das an Wechselwirkung hat? Oder wie kann ich das auch in Gruppen sehen, was für eine Gruppendynamik dahinter steckt? Und das erkläre ich in dem Buch, so dass wirklich jeder, jede, die sich damit auseinandersetzen möchte, dann mit Hilfe dieses Buches viele Schlüssel Also du gibst da bekommt. auch Anleitungen, dass ich Ja. selber quasi meine ganze Verwandtschaft, meine Genau. Familie, meine Freundinnen und Freunde alle mal so einmal so durchchecken kann und dann ein großes Feld aufziehen kann von Bedeutung und Zusammenhängen. Ja, und das Wow. ergänzt meiner Meinung nach sehr gut das, was schon gemacht wird. Es wird ja oft eine Ahnenforschung betrieben, wo ich habe meinen Stammbaum. Okay, was nützt dir dein Stammbaum? Du weißt, wie die Leute heißen, du weißt, wann sie eventuell geboren sind, wo sie gelebt haben. Aber Mehr wie? weißt du nicht. Und dann habe ich natürlich dadurch, dass es, das kam nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das Buch schreiben und das muss da drin sein, sondern mich hat das beschäftigt. Ich habe auf den Reisen vieles erlebt. Ich habe das beobachtet. Also ich beobachte sehr, sehr gut und habe eine rasche Auffassungsgabe. Habe dann auch gemerkt, wenn man sich mit verschiedenen Elementen und Kräften verbindet, was da für ein Feld um einen herum aufgebaut wird. Und das ist natürlich toll, wenn man das weitergeben kann. Und wir haben ja mal eine Kostprobe in der Schreibgruppe Ja. gemacht, da die 2-Stunden-Session, und das hat einfach irre viel Spaß gemacht. Und das, dann gehen Menschen gestärkt raus, und das werde ich auch als Einzelsessions auch anbieten auf meiner Webseite. Der Schwerpunkt wird sein, dann in Gruppen das weiterzugeben, weil man einfach da diese Dynamik auch live gleich erleben kann. Wunderbar. Ja. Ja, das ist super spannend. Sicherlich ist das Buch auch voller Geschichten, wie ich dich kenne, werden von Namen, also von Heiligen wahrscheinlich, ne? Oder anderen Menschen, Frauen oder ja, erzählt. Also das wird sicher ein reichhaltiges, Ein großes sehr reichhaltiges. Wir Buch. werden bis Adam und Eva zurückgehen. Oh, alles klar, mein Gott, da erwartet uns so einiges. Liebe Marion, abschließend möchte ich dich noch ja, fragen, wie hat denn dieses Buch, das Schreiben dieses Buches und das Hervorbringen auch dieses Themas, das du ja erst jetzt gefunden hast, dein Leben verändert? Also es hat mein Leben sehr verändert. Ich habe in diesem Jahr meine Geschäftstätigkeit für Unternehmen beendet und bin jetzt das ist jetzt der 4. Monat in meiner Selbstständigkeit. Wow. Ich habe meinen Schwerpunkt verlagert. Also ich habe ja über 30 Jahre Top-Management-Erfahrung, zum Schluss auch als Geschäftsführerin, habe über diese ganze Zeit auch sehr viele tiefe spirituelle Erfahrungen weltweit gesammelt, mit Menschen gesammelt. Und ich weiß, dass ich über so ein reiches Wissen verfüge, dass ich auch in diesem Jahr jetzt schon, auch jetzt auf der Reise wieder gesagt bekommen habe, 3-mal insgesamt, vor der Reise und jetzt während der Reise: Mario, du hast so viele Gaben, wie teilst du sie mit der Welt? Und dann habe ich gedacht, so, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, ich teile schon einiges und ich weiß, da kommt noch mehr. Und dieses Oh ja. Wissensbuch ist eins von diesen Dingen, die ich im letzten Jahr so noch für kaum möglich gehalten hätte, weil mein Ursprungstitel war ein anderer als das, was sich nachher entfaltet hat. Und da bin ich dir so dankbar, mit deiner Art und Weise Menschen in ihre Schreibkraft zu bringen, sie darin zu unterstützen. Also die Kraft ist ja bei mir schon vorher auch da gewesen. Aber ich Genau. habe einfach gemerkt, wenn man das so in der Gruppe macht, wie du das machst, Anleitungen, immer wieder auch Inspiration dazu, dann gehen noch viel mehr Türen auf und vor allem kommt noch mehr Geschwindigkeit rein. Und Ja, was ich spannend fand, eben schön. diese Geschichte auch so wie so ein Buchaltar zu beschreiben, das steht bei mir jetzt immer noch in meinem Arbeitsraum, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Das hat mich so berührt. Und was ich Toll. gemerkt habe im Laufe des Schreibens, es ist eine andere Sache. Es haben viele gesagt: Marion, deine Selbstständigkeit wird super. Super, super, super. Du hast schon alle möglichen anderen unterstützt und gemacht. Und die haben ihr Unternehmen für vierfach. Ich habe für Unternehmen immer so viel aufgebaut. Also für ein belgisches Unternehmen von 4,6 Millionen Umsatz auf 28 Millionen nach 12 Jahren. Also ich habe einfach so viel schon geschafft. Und doch ist es dann nochmal ein Schritt, diesen Schritt zu gehen, das für sich selbst zu tun. Oh Und auch ja, die hammer. Leute, die mich kennen, die sagen: Boah, du hast so ein tolles Selbstbewusstsein. Ja, habe ich. Und diesen Schritt zu tun, das macht trotzdem was mit dir. Ja, klar. Und das Buch habe ich ja genau 1, 2 Monate vorher geschrieben. Und während des Buchschreibens kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich sage: Ja, und das ist es. Und jetzt geht's los. Und jetzt ziehe ich es durch. Und das hat in mir so viel wieder bewegt und gestärkt, dass ich in dem Moment daran wirklich glauben konnte, das ist der Weg und der geht gut. Und vorher war es so: Ja, ich will das,
Aber dieses 100% Glauben und Vertrauen, was ich sonst in ganz vielen anderen Lebensbereichen habe, war in diesem Bereich manchmal so ein bisschen wellenbewegungsmäßig. Mal so, ja, vielleicht doch nicht. Du hast vorher so viel verdient. Das sind ja auch alles Dinge, die kommen dann hoch. Willst du das jetzt wirklich? Und ich merke, es entfaltet sich so viel mehr in mir. Auch meine Wahrnehmung, wenn ich im Wald spazieren gehe oder woanders, was so an Tieren um mich ist. Ich gucke in die richtige Richtung. Also wenn man wirklich dem eigenen Fluss folgt, deshalb kann ich auch wirklich Hildegard von Bingen gut verstehen und Leonardo da Vinci, da kommt so viel mehr aus dir selbst heraus, aus der Verbundenheit mit dem göttlichen Feld. Weil du einfach da deiner Natur folgst und die Natur ist Reichtum. Wir schauen uns doch einfach mal um, wie reich unsere Natur ist. Auf jeden Ja, Fall. unsere Natur ist Reichtum und dadurch kommt man da mehr rein. Und da bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar für diesen reichen Schatz, den du bietest, wo du dein ganzes Wissen teilst und es auf eine wirklich gute, gut geführte, sehr liebevolle und doch bestimmte Art und Weise führst. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, die Art und Weise, wie du das machst. Und ich wünsche jedem, der ein Buch im Herzen hat, dass er zu dir kommt und das mal erleben kann, vor allem was es dann auch an Prozess innerlich mit einem selbst macht. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, liebe Marion. Es ist ein reichhaltiges, fantastisches Gespräch gewesen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, ich danke Vielen dir. herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ganz sicher, wir haben uns hier und heute nicht das letzte Mal gesehen. Die Reihe wird auf jeden Fall fortgeführt werden. Und wer als nächstes in meinem Morning Talk ist, das erfährst du über meine Facebook-Seite. Das werde ich nachher bekannt geben. Und ja, für jetzt, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin schon super gespannt auf das Buch. Alle, die jetzt schon ein Exemplar von Marion Hellwigs neuem Buch bestellen, vorbestellen möchten und das handsigniert haben wollen, bitte schreibt unter einfach dieses Video, sagt einfach hier, ich will unbedingt ein Exemplar oder Marion wird auch noch alle möglichen Eckdaten gleich hier drunter stellen und ihr könnt dann Kontakt mit Marion Hellwig aufnehmen, wenn ihr zum Beispiel euren Namen ausdeuten lassen wollt oder bestimmte Fragen in diesem Zusammenhang habt. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dann. Schön, alles Gute, tschüss. Tschüss.